Genau so soll es abgehen am Bernsteinsee. Sehr schön. So mog wie dat. Also, Attacke, Vollgas. Ich teste gerade eine neue Aromatik und wir gucken mal, was denn da so geht. Ja, die wollen wir nicht. Wir wollen die etwas größeren Brocken. Ich habe gerade rausgeschmissen, beziehungsweise gerade nochmal rausgeschmissen. Habe gerade angefangen, habe mir drei verschiedene Aromen auf die Ruten gemacht. Alle drei verschiedenen Aromen auf oder getestet. Und die Aromatik, die als erstes geliefert hat, war die Erdbeere. Und mit der Erdbeere bin ich jetzt gerade draußen. Und auf einmal geht das hier richtig ab. Denn ich habe jetzt gerade kurz vorher, bevor ich jetzt hier gerade gestartet habe, das Video, Futtermische gebastelt. Futtermische komplett. Gehen wir natürlich gleich im Detail nochmal drauf ein. Und diese jetzt gerade rausgeschmissen. Und jetzt nicht lange gewartet. Und auf einmal schießen alle Ruten hier ab. Auf einmal geht es hier richtig wild los. Ich werde ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich lasse jetzt gleich das mit der Futtermische sein. Es sind jetzt 1, 2, 3, 4 Mal die Futtermischen drin. Nee, gar nicht. Alle einmal durch. Sind also 6 Mal jetzt Futtermischen drin. Das heißt, es reicht jetzt erstmal an Futtermische. Und dementsprechend... hier nach wie vor wieder nur der Kleine. Also runter damit. Wir gucken uns die gleich nochmal an. Zack, 15 Meter raus. Das ist halt sehr angenehm. Und weiter testen, ob es lübt oder nicht. Das war natürlich ein ganz wilder Start. Ich mache mal ein bisschen Licht hier. Gut reingeschossen. Hart drauf reagiert. Es bimmelt sofort weiter. Sehr gut. So muss das. Genau. Und zack, schon wieder hier. Erstmal nur ein paar Lüdde-Dinger. Alle übrigens hier auf der linken Seite. Und zack, alle drei Ruten. Alle drei Ruten. Geben Sie Gas. Und das hier in den Abendstunden. Sehr gut. So, nehmen wir erstmal den hier. Zack. Oh, der geht sogar in die Bremse oder was? Bisschen was Kleines, ne? Ich habe eigentlich mit ein bisschen größer gerechnet. Ach, stimmt. Ich habe, glaube ich, auch unterschiedliche Boilies drauf. Gleich nochmal eben schauen. Der hat ein bisschen Bock. Das ist gut. Da gehen wir auch mal ein bisschen höher. So, komm ran hier, Alten. Sehr gut, ey. Ja, wie gesagt, also, so mache ich das in der Regel. Ab zu einem Spot. Am besten ein, wo man nicht so weit laufen muss. Das ist eben auch dieser hier. Direkt an dem Tümpel hier am Bernsteinsee. Auf dem Anleger. Und dann drei verschiedene Aromen reinschmeißen ins Wasser. Und dann einfach mal gucken, welches Aroma als erstes ohne Futtermische als erstes anspringt. Und das, was eben als erstes angenommen wird, das wird dann ausgebaut. Und wenn es dann immer noch angenommen wird auf allen drei Routen, dann auch noch eine Futtermische dazu basteln. Und dann ist es doch gut. Dann kann man doch mal gucken, was hier geht. Ja, und das sieht jetzt hier gerade mit der Erdbeere richtig schnuckelig aus. Gar nicht schlecht. Und hier tatsächlich, das war jetzt hier gerade der Kandidat, der dreimal einen kleinen geliefert hat. Jetzt liefert er auf einmal einen großen Brocken. Also auch das geht. Die anderen Routen eskalieren weiter. Sensationell. So moog wie dat. Ach, tipptopp, ey. So, komm ran hier. Und ich habe mir vorhin noch gedacht, komm einfach mal so ein bisschen. Vielleicht geht ja noch ein bisschen was auf Frequenz bei den Karpfen. Wäre doch mal nicht so schlecht. Jawohl. Komm ran hier. Eppa, komm, 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 komm. Und da ist er. Spiegel mit 15 auch. Futtermische ist raus. Zack, 15 Meter rauswerfen. Wahnsinn. Richtig schön. So soll das sein. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ein guter Start fürs Wochenende, oder? Damit kann man noch mal reingehen. Zack. Halt, da war wieder PVA dran oder noch. Nehmen wir mal eben raus. Und zack, gib ihm. Und dann gehen wir gleich, wenn gleich mal so ein bisschen Pause ist, gehen wir gleich mal hier auf die Köder ein. Und auf das Setup klicken wir uns gleich einmal schnell durch. So, komm ran hier. Alter, regelrecht stressig direkt geworden. Krass.
Krass, krass, krass. Und es bimmelt wieder los. Gib mir eine Pause, Fisch. Gib mir doch eine Pause. So. Inventory. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt in den 3 Minuten. Sehr schön. Hier die kleinen. Genau, hier habe ich dann gerade die Futtermische reingeschmissen. Und davor ja auch schon ein bisschen getestet. Und ja, dann ging es halt jetzt gerade los. Perfekt. Und hier geht es auch direkt weiter. Zack. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie lange das anhält. Das ist halt jetzt das A und O. Und inwieweit man das auch noch anders ausbauen kann. Mit anderen Boilies, mit anderer Futtermische, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf groß getrimmt. Wenn das hier auf klein doch schon so gut geht, wäre doch bestimmt auch da die Möglichkeit, vielleicht auch noch irgendwie geschredderte Boilies mit reinzumischen ins PVA, um dann vielleicht ein bisschen größere Brocken zu ziehen. Aber erster Eindruck bis jetzt sehr gut. Jetzt gucken wir mal schnell rein in die Setups. 15er, deswegen waren hier auch die ganzen kleinen drauf. 15er Pop-Up hier drauf. Was habe ich hier? 20er Pop-Up mit Maisrot. Und hier auch nochmal 15er. Okay. Das erklärt es natürlich. Das erklärt aber auch so ein bisschen die Frequenz. Ne? 1-0er Haken, 15er Boilie. Ich glaube, ich ändere gleich, wenn die nächste Mal beißen, hier links und rechts, die auch nochmal auf 20er ab. Jetzt zuppelt hier schon auf den 20er. Sehr schön. Und dann ballern wir da gleich nochmal drauf rein. Und ja, nach dem Fisch gehen wir dann natürlich auch nochmal gleich aufs PVA ein. 15 Meter, wie gesagt, hier rausgeklippt. Das ist die Position. Gar nicht so weit. Also sehr, sehr entspannt für alle, die auch lauffaul sind, so wie ich. Einfach mal eben hier spawnen, hinreisen zum Bernsteinsee. Zack, mal eben runterlaufen. 15 Meter ist richtig gut. Kann man schön auf Frequenz gehen. Und dann rausprügeln hier die Brocken. Schön immer rein in den Blank. Und ich denke, gerade auch hier an diesem Gewässer ist es ganz praktisch. Hier kann man sich auch mal hinstellen, wenn man vielleicht ein Setup was hat, was noch nicht ganz so gut ist. Vielleicht mit der HSV hier steht oder mit der Alpha, dass man dann hier so ein bisschen sparsam unterwegs ist. Vielleicht noch nicht die ganz riesig großen Brocken rauszieht, dann lübt das doch ganz gut. Ey. Schön gemischt hier gerade. Gerade dann, wie gesagt, auch mit diesen 15er Boilies gar nicht schlecht. Ganz gutes Gewicht. Apropos sparsam, immer schön keschern, das spart den Verschleiß. Nicht so hoch pullen und durch die Luft fliegen lassen, das ist schon mal gut. Erdbeere, wir könnten natürlich auch hier auf die 25 gehen. Weißt du was, machen wir mal. Einen auf die 25, beziehungsweise ich mache jetzt mal beide noch auf die 25. Das teste ich jetzt einfach mal die Nacht durch. Futtermische ist ja noch ausreichend da. Zack, ich wollte gerade sagen, jetzt muss nur noch der hier und er liefert auch direkt. aber natürlich klar, für Frequenz, ne, kleinere Boilies, vielleicht sogar einen 1er-Haken, wobei der 1-0er ja auch hier schon richtig gut liefert. Aber normalerweise 1er-Haken reicht komplett. Mit dem 1-0er versuche ich es gerade halt so ein bisschen zu übertreiben mit der Hakengröße. Ist aber, glaube ich, jetzt noch nicht ganz so gewaltig groß. 2-0er würde ich, glaube ich, nicht mehr nehmen. Ja, muss eigentlich nicht für normale Karpfen. Ja, so ist der Stand der Dinge. Genau, jetzt gleich nochmal schnell in die Futtermische reingucken. Ist auch relativ simpel zusammengestellt. Komm mal raus hier, Alten. Jawohl. Sehr schön. Ziehen wir nochmal hoch. So. Komm ran hier. Nicht schlecht, nicht schlecht. So moke wie dat. So kann das auch gerne gleich in den Morgenstunden weitergehen. So, auch hier jetzt nochmal die Veränderung eben auf Erdbeer. Machen wir mal hier auch einen 20er drauf, dass ich noch ein bisschen Frequenz habe. Eine Route dann komplett auf groß und die anderen auf entspannt. Genau, ähnliches, genau, ähnlich zusammengebaut wie die anderen auch jetzt. Und das PVA ist das Erdbeer- und Mais-PVA. Und zwar müsste es dieses jenes hier sein. Nein, ist es nicht. Es ist dieses hier, genau. 8 Stück waren jetzt draußen. 8 Mischungen hiervon. Erdbeer, Mais, Maismehl als Basis. Einfach so ein bisschen süßlich. Dann komplett nur Mais-Feed-Pellets drin in verschiedenen Größen. Mais nochmal als Zusatz. Erdbeersoße oben drauf geklatscht.
und raus damit. Kann man das auch so machen, in Bällchenform? Ja, absolut. Heißt also, wenn du keine PVAs herstellen kannst, einfach die Bällchenform machen, 15 Meter rausklatschen und dann gib ihm. Einfach mal gucken, 10 Stück erstmal anfüttern, vielleicht danach so 6 Stunden nochmal 5 hinterher und dann nochmal 5 hinterher, ganz auf entspannt und dann lübt das hier. Sehr gut. Es bimmelt schon wieder los auf dem 20er. Hier auf dem 25er wird es jetzt höchstwahrscheinlich deutlich länger dauern, bis da was reingeht. Ich hoffe, dass da was richtig Großes reingeht. Fände ich halt richtig cool, wenn da auch mal, ja, vielleicht sogar noch eine Trophy drauf einsteigt. Gucken wir mal, wie sich das jetzt hier entwickelt. Ob jetzt hier von den Kleinen auch noch einige reingehen. Zack, der nächste hier rechts. Geil. Super Frequenz. Super Frequenz. Simple Mische. Simple Köder. Kann man, glaube ich, machen. Kann man machen. Einfach mal hier schön auf Masse rausziehen. Und sich damit dann den Kescher füllen. Na komm ran hier, Alter. Zack. Sehr, sehr cool, ey. So, ich ziehe jetzt hier weiter durch. Kann sein, dass es jetzt noch mal ein bisschen Flaute ist, wie gesagt, in der Nacht und dann in den Morgenstunden. 4 Uhr fütter ich noch mal nach. Heißt, 4 Uhr werde ich dreimal noch mal PVA mit jeder Route einmal rauswerfen, wieder frisch mit PVA, damit ich dann startklar bin quasi für die Morgenstunden, dass es 6 Uhr richtig losballern kann. Petri, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat, Kanal abonnieren. Hilft mir mega und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.